Ja, vielleicht überlegt man sich, was will man Bedeutendes tun? Und ich habe überlegt, was koche ich heute, wenn heute Abend einige meiner Bewohner nach Hause kommen. Ja, dann bekam ich den Hinweis von der jüngsten Bewohnerin, in die Gemüseküste zu gucken. Ruhe. Und dort gab es Steckrübe. Also, was tut man Bedeutendes? Man kocht eine Steckrübensuppe. Aber mein Feuermelder kommt mit dem Qualm nicht so klar. Muss man gerade gucken. Eine Beziehung trägt man auch inwendig mit sich. Ja, man steckt eigentlich immer drin. Überall, wo man hingeht. Zum Beispiel, wenn ich zu meinem Wing Chun gehe oder ins Internetcafé oder mich im Kindergarten mit Leuten treffen. Ich bin immer verheiratet. Also jetzt nicht auf dem Papier, sondern innerlich. Und wenn ich mich dann auch mit überwiegend Frauen treffe, Männer sind einfach zu langweilig zum Unterhalten, dann trage ich plakativ meinen Ehering richtig nach vorne raus. Also erzähle von meinen Kindern, von meiner Frau und all diesen Sachen. Damit will ich sagen, es gibt niemanden, der mir eine Alternative bieten kann. Weil ich habe schon das Beste. Ja, übrigens, Steckrüben werden mit Zwiebeln und Kartoffeln vorher in der Pfanne angebraten. Aber nur so nebenbei. Also, was ist das Beste? Wenn ich diese Suppe koche, weiß ich nicht, ob einer von meinen Lieben die mag. Aber ich stehe gerade in mir mit meinem Verheiratetsein, mit meinen Mitbewohnern vor diesem Herd und habe äußerste Liebe dafür, ein gutes Rezept, ein gutes Essen zu kochen. Und weil es über die Wochen und Monate alles schon gab, Kartoffelsuppe, Kartoffel, Pommes, Nudeln, was weiß ich, alles Mögliche, habe ich mir eben als was Besonderes ausgedacht. Natürlich benutze ich kein tierisches Nahrungsmittel. So viel Vorüberlegung mache ich dann schon auf den anderen hin. Aber ansonsten, ja, habe ich mir das Beste aus meinen Möglichkeiten überlegt. In der biblischen Literatur beschreibt der Schreiber auch an einer Stelle das Beste, das wie viel mehr. Und es handelt bei diesem Thema natürlich wieder um Beziehung. Und besonders aufregend ist es, dass nicht die Sündenvergebung das Beste ist. Und besonders aufregend ist, dass die Inspiration von Gott, dass man einen Weg im täglichen Leben gezeigt bekommt, nicht das Beste ist. Nochmal besonders ist, dass nicht mal mein Glaube als das Beste beschrieben wird. Auch nicht meine Liebe wird als das Beste beschrieben. Ja, man wundert sich, aber nein, das ist nicht das Beste. Sondern als das Beste wird es beschrieben, dass Gott uns mit seinem Sohn alles geschenkt hat. Alles. Jetzt sitze ich hier draußen in meiner schönen Laube und heute Abend habe ich noch ein Treffen mit meinem Seelsorgerfreund. Die Steckrübensuppe ist fertig. Meine Frau hat sich für nach 18 Uhr angemeldet, dass sie bis dahin fertig ist mit ihrer Arbeit. Die Welt in meinem Dorf ist überwiegend leise. Wenn man aus der Großstadt ist, müsste man eigentlich sagen, die Welt in meinem Dorf ist wie ein verschneites Bergdorf. Absolut leise. Und das ist natürlich sehr schön, dass man ein beruhigtes Leben hat. Aber wir wissen auch von den Disharmonien in dieser Welt. Und wie passt da jetzt dieser Vers? Und sollte uns Gott mit seinem Sohn alles schenken?